Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier zu diesem relativ besonderen Video. Ich habe mir gedacht, heute zum ersten Advent möchte ich mal ein besonderes Video raushauen und habe mir mal vorgenommen, euch ein Lebkuchenhaus zu zeigen, welches ich bei Penny gefunden habe. Und zwar ein Selbstaufbau-Kit, sag ich mal, mit verschiedenen Bauteilen, wie man das Ganze zusammenbauen kann dann, mit Anleitung und so weiter und so fort. Ich möchte euch das Ganze jetzt in einem Videoformat zeigen. Würde mich sehr freuen, wenn es euch gefällt und lasst gerne ein Like da. Ja, viel Spaß dabei. So Leute, da würde ich sagen, fangen wir mal an. Das hier ist unser Gingerbread House Kit, womit wir jetzt versuchen, ein einigermaßen ansehnliches Lebkuchenhaus zu zaubern. Ich bin mal sehr gespannt, ob das überhaupt so funktionieren kann. Ich habe das jetzt bei Penny, wie gesagt, gekauft. 5,50 € war das reduziert, also ist jetzt keine Produktplatzierung. Falls aber jemand das nachkaufen möchte, kann es natürlich gerne tun. So, ich würde sagen, ich mache mal den Karton hier auf. Was haben wir denn da alles drin? So, ich habe natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben hier den Lebkuchenbausatz, wie man sehen kann. Ich schiebe das Ganze mal so ein bisschen korrekt hin. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Kamera so, ja, so unprofessionell ist. So, wir haben hier einmal so Smarties sind das hier, glaube ich. Dann haben wir hier natürlich Gummibärchen. So, und hier haben wir unser Bauset mit verschiedenen Lebkuchenhausteilen. Ich gucke jetzt hier mal weiter rein. Wir haben hier Puderzucker. Dann haben wir hier noch ein mysteriöses Kästchen. Gucken wir gleich sofort mal rein. Und hier hinten haben wir noch was. Na, komm, raus, du Scheißteil. So. Hier haben wir noch, ja, so kleine Süßigkeiten, Kügelchen. Auch zum Verzieren lege ich auch mal hin. Das kann weg. So, und dann verteile ich das mal hier so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, öffne ich mal das geheime Kästchen hier. Das kann weg. Und was haben wir jetzt hier drin? Oh, Leute, 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 Leute. Guckt euch das an! Wie geil ist das denn? Eine kleine Figur. Die legen wir mal beiseite. Hier haben wir den passenden Jungen dazu. Und irgendein Witzbold. Da haben wir drei Figuren noch fürs Lebkuchenhaus. Das war's. Hier ist nichts mehr drin. Das kann dann in Müll. Und dann würde ich sagen, hole ich mir doch nochmal den Karton. Denn da hinten war die Anleitung drauf, die ich natürlich brauche. Hier ist jetzt die Anleitung mit drauf. Sie benötigen ein frisches Eiweiß von einem Ei. Hier steht original ein frisches Eiweiß von einem Ei. Ich hoffe, man kann es lesen. Moment. Original ein frisches Eiweiß von einem Ei. Wovon denn sonst, frage ich mich denn? Von einer Banane. Dann brauchen wir Zitronensaft und einen Spritzbeutel. Alles klar, habe ich alles da. Das kann wieder weg. Wir haben einmal einen Esslöffel. Dann haben wir hier Eiweiß. Dann haben wir den Zitronensaft. Und natürlich unseren Spritzbeutel. In dem Fall ist das irgendeine modernere Art und Weise davon mit einem passenden Aufsatz dazu. Alles klar, würde ich sagen, haben wir alles. Dann fangen wir mal an. Ich mach mal das Ganze hier auf. So, was haben wir denn hier? Wir haben die Hausfront, glaube ich, soll das sein. So, eigentlich ganz schön. Dann haben wir hier natürlich die andere Hausfront. Dann haben wir hier einen kleinen Tannenbaum. Eine Platte. Wofür die ist, das werde ich wahrscheinlich gleich rausfinden. Oh, es riecht hier schon richtig lecker nach Lebkuchen, also wirklich ganz klasse. So, hier haben wir eine weitere Platte. Sieht mir sehr nach den Dachziegeln aus. Und dann haben wir hier noch eine Platte. Um Himmels Willen. Alles klar, das sind alle gewesen. Ich glaube, die sollen hier reingesteckt werden. Guckt mal an. Der gute Ducky, der kennt sich aus. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch irgendwie fixieren. Das erstmal so zusammengestellte Haus schiebe ich mal nach hinten. So, dann nehmen wir uns hier unser Eiweiß. Und in dieses Eiweiß packen wir hier den wunderschönen Puderzucker.
So, habe ich mal fast alles reingetan. Jetzt kommt natürlich noch ein Spritzer Zitronensaft dazu. Jetzt packen wir den mal hier rein. So. Das sollte eigentlich reichen. Nicht zu viel am Anfang. Sonst wird es am Ende zu flüssig. Und jetzt rühren wir das Ganze hier mal durch. So, man sieht jetzt hier, das sieht doch schon mal ganz, ganz gut aus. Dann rühre ich das jetzt nochmal kräftig um. Ich packe jetzt nochmal den restlichen Puderzucker da rein. Das ist noch so ein ganz kleines bisschen. Das kann dann weg. Dann rühre ich den hier nochmal mit ein und dann haben wir es. Ich finde, das hat eine gute Konsistenz. Also ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Bei Puderzucker, gerade wenn man so ein fertiges Paket hat, ist natürlich immer die Angst, dass es zu flüssig wird. Und wenn man kein nachträgliches mehr zu Hause hat, dann ist es echt schwierig, da nochmal was zu deichseln. Dementsprechend, wie gesagt, immer erst weniger Puderzucker nehmen, um es so möglichst dick zu machen, also dass es nicht zu flüssig ist. Das hier hat jetzt eine richtig gute Konsistenz. Jetzt werde ich hier einmal meinen futuristischen Spritzbeutel nehmen und den ganzen Stussel mal reinschütten. Die Frage ist jetzt allerdings, das läuft doch hier unten raus, oder? Ich probiere es einfach mal. So, haben wir jetzt hier die Zuckergussmasse. Ich schütte die mal hier so seitlich rein, dann läuft mir das nicht alles sofort raus. So, jetzt haben wir das gute Stückchen hier befüllt. Dann nehmen wir uns wieder unser Lebkuchenhaus. Ich nehme nochmal die Einzelteile ab, damit wir das besser hinkriegen. Immer schön vorsichtig, sonst bricht unser Haus gleich zusammen. Ich mache mal hier ein bisschen hin. Und dann setze ich das mal so drauf. So, das sollte eigentlich gleich durch die, ja, Architektur halten, hoffe ich. Ich werde jetzt erstmal den nächsten nehmen. Der hier hält schon mal etwas. Jetzt muss ich mich aber echt dran halten. Zack. Zack, 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 zack. Hier so ein bisschen Kleber. Hier noch so ein bisschen Kleber. Und dann baller ich das mal hier so drauf. Das ist so eine Sauerei, Leute. Das ist so eine Sauerei. So, oh, das hält schon... Ah. Zwei Hände sind eindeutig zu wenig. So. So, Leute, das steht schon mal. Jetzt kommt die andere Seite dran. So, aber jetzt sollte es leichter gehen. Ich mache jetzt erstmal den hier. So, und dann kommt die Dachplatte hier so dran. So, jetzt hoffe ich, dass das hier nicht auf den Tisch läuft. So. Hm. Lecker. Da jetzt hier so ein kleiner Spalt ist, ich hoffe, man sieht es. Ich drehe es jetzt nochmal hier so hin. Man sieht jetzt hier oben ist ein kleiner Spalt. Da mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Zuckerguss oben drauf. In der Hoffnung, dass es nicht runterläuft. Doch, es läuft runter. Na gut. Allahu Akbar! Ich möchte noch den Weihnachtsbaum setzen. So.
Ich hoffe, das hält, Leute. Das ist übelst schwierig. Würde ich sagen, versuche ich es nochmal kurz hier. So. Und dann mache ich hier ein paar Streuselchen. Hier fliegt alles rum, Leute. Hier fliegt alles rum. Scheiße. So, jetzt setze ich meine Figürchen mal dahin. Ich probiere es mal. So, machen wir die hier mal ab. So. Und dann kann ich die jetzt hier anscheinend irgendwie dran setzen. Ich weiß nicht, ob das hält. Aber probieren wir es doch mal. Ich mache jetzt mal hier hinten was drauf. Und setz den mal hier so dran. So. Hier sieht man auch schon, hier läuft schon die ganze Suppe runter. Dann nehmen wir uns unseren Boy. Machen das auch mal ab. So. Machen da auch nochmal ein bisschen Zuckerguss oben drauf. Dann setze ich den mal vor den Baum. Ich glaube, das ist einfacher, als wenn die einfach nur so auf den Füßen stehen. Und dann noch das Mädchen. Das setze ich... ja, wo setze ich das hin? Ist nicht mehr viel Platz, ne? Wo haben die das denn auf dem Bild hingesetzt? Ach so, an den Baum auch. Mache ich das nochmal hier so. Kommt das neben den Jungen hier drauf. So. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich zeige gleich nochmal von der Seite. Also es ist echt schwierig. So, jetzt mache ich das so. Ich werde mal hier den Löffel nehmen. Und dann werde ich mal hier so ein bisschen was von dem Zuckerguss auf dem Boden verteilen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zuckerguss drauf gemacht. Und jetzt mache ich das mal hier so. So, habe ich hier so ein bisschen bunt noch gemacht. So, nehme ich mal die einzelnen Smarties. So, jetzt habe ich hier so ein paar Smarties an die Häuserwand gemacht. Ich glaube, jetzt mache ich noch die Gummibärchen hier. Wir haben ja noch ein paar, meine Finger sehen aus wie Sau, mein Zimmer sieht aus wie Sau. Aber ich denke, so ein paar Gummibärchen, die können zum Abschluss nicht schaden. Die setze ich auch jetzt nochmal drauf. Machen wir aber erstmal von vorne. So. Zack. Haben wir hier die Gummibärchen, machen wir jetzt auch nochmal ein bisschen Suppe drauf und dann werden die auch nochmal dran gesetzt. So, die Gummibärchen sind jetzt auch mit drauf. Ich denke, das sieht eigentlich ganz okay aus. So, jetzt haben wir noch ein paar Smarties. Die werde ich jetzt hier noch so an die Seite setzen und dann hätten wir's. So, das hier ist jetzt das fertige Lebkuchenhaus, was ich jetzt gerade gezaubert habe. Mein Zimmer sieht aus wie ein Saustall, aber ich finde, das Ergebnis kann sich doch einigermaßen sehen lassen. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier so rum. Dann könnt ihr euch das nochmal so ganz genau anschauen. So.
Von hinten zeige ich es besser nicht. Von hinten habe ich es nämlich gar nicht bearbeitet. Da sieht es einfach nur ein bisschen überfüllt mit Zuckerguss aus. Aber ansonsten, ihr könnt ja hier nochmal ganz genau hinschauen. Das sieht wirklich sehr, sehr nice aus.